Willkommen zurück zu Let's Play Tales of Monkey Island. Im letzten Part haben wir diese Puppe, glaube ich, eingesammelt. Haben wir das im letzten Part gemacht? Ich glaube schon. Und wir kamen nicht weiter, aber ich weiß jetzt, wie wir weiterkommen. Haha. Meine Idee mit der Wäscheleine war total richtig. Ich musste nur an den Feinheiten arbeiten. Das tun wir jetzt. So, wir gehen erstmal zurück hier zur Screaming Narwhal. Narwhal? Who knows? So. Und für das Wetter tue ich nie etwas, weil das Wetter auch nie was für mich tut. Wir zünden die Bombe wieder an. So, ja, ich habe nachgeschlagen, was wir tun müssen, habe ich ja gesagt. Ich schäme mich da nicht für. So, wir packen jetzt die Bombe in das Höschen. Die Idee war total richtig. Aber wenn wir kurbeln, dann kurbelt er das ja wieder zurück und dann explodieren wir. Also, hängen wir uns jetzt an die Wäscheleine. Wäre ich nie drauf gekommen. Nein, nicht, bitte. Ja, müssen Sie schon ein bisschen früher aufstehen, wenn Sie mich bezwingen wollen, Bursche. Oh, das würde ich nicht behaupten. Was? Cleveres Bürschchen. Gut gespielt, Master Shreepfoot. Oder sollte ich besser Kapitän Shreepfoot sagen? Kapitän? Ei! Nachdem Sie mich von der Screaming Narwhal vertrieben haben, sind Sie offiziell Ihr Kapitän, bis ein anderer kommt und Sie von dort vertreibt. Cool! Ei! Und wie cool das ist! Wenn Sie mich jetzt entschuldigen würden, ich habe massive innere Blutungen, die versorgt werden müssen. Meinen Glückwunsch! Ich habe soeben gehört, dass es hier in der Nähe zu einem wilden Akt der Piraterie kam. Nicht irgendein wilder Akt der Piraterie. Eine waschechte Schiffskaperung durch niemand anderen als Kapitän Guybrush Threepwood, mächtiger Pirat. Guybrush ist ein Wort. Einfach wundervoll. Das liefert Unterhaltungsstoff für meine Leser für mindestens eine Woche. Fuchteln Sie weiter so mit dem Schwert, Threepwood, dann werde ich Ihnen schon bald die Geheimnisse von Deep Gut übergeben können. Huch. Wie komme ich jetzt da hoch? Ich glaube über die Kette. Die Brücke ist ja weg. Was muss man hier noch tun, um... Willkommen an Bord, Sir. Van Winslow? Was machen Sie denn hier? Wenn es Ihnen nichts ausmacht, Kapitän, würde ich gerne als Ihr erster Offizier an Bord bleiben. Ich weiß nicht. Oh, wie er guckt. Ich will eigentlich... Sehr gut, Sir. Sie werden es nicht bereuen, Kapitän. Wenn Sie mich jetzt entschuldigen wollen, meine Stiche sind aufgegangen. Ich sehe Sie hier, wenn sich der Wind je dreht. Dieser Blick. Wusstet ihr übrigens, das habe ich durch Zufall rausbekommen, dass Tony Dinoso aus Navy CRS die gleiche Synchronstimme hat wie Guybrush? Hätte ich nicht gedacht. Wenn man es weiß, hört man so ein bisschen raus, aber ich wäre ja niemals drauf gekommen. So, was ist das hier? Es ist eine detaillierte Karte über den Golf von Melange. Das könnte sich als nützlich erweisen, wenn ich jemals diese vermaledeite Insel verlassen kann. So, wir haben hier eine Kanone und Käse. Hey! Ist das nicht eine dieser totschicken neuen Schnellschusskanonen aus Ungarn, um die ich Elaine immer angefleht habe, dass ich sie kaufen darf? Hoppla, der Wind leistet ganze Arbeit an dieser Kanonenkugel. Nein! Meine Einhörner! Meine hübschen Einhörner! Oh, tut mir leid! Ein Käserad! Münsterkäse! Igitt! Vielleicht finde ich ein paar hungrige Ratten, die ihn essen wollen.
ist das? Da, ach, das sind Fransen vom Teppich. Wir müssen gleich auf jeden Fall nach dem Einhornmann gucken. Aber erstmal... Wir haben später noch genug Zeit, um im Lagerraum rumzutoben. Ja, ja. Das klingt, als wäre das so eine Hüpfburg. Nein, Inventar geht zu viel da rein. Ich schlafe, wenn ich tot bin. Oder vielleicht heute Nacht. Das ist der Hauptmast der Screaming Narwhal. Oder der Hauptbaum. Ich finde aber, für ein improvisiertes Schiff ist sie ganz hübsch geworden. So, jetzt habe ich diese Karte, aber was hilft mir das? Geh nochmal hoch, Guybrush. Hallo. Ja, es ist ein ausgelassenes Piratenabenteuer für mich. Jetzt muss nur noch der Wind von der Insel wegblasen. Was habe ich jetzt davon, dass ich dieses Schiff habe? Nein, nein, geh da doch nicht wieder hoch. Okay. Oh. Komm später wieder. Wir haben geschlossen, bis ich mein gesamtes Inventar ersetzt habe, das mir jemand zu Hades und wieder zurückgejagt hatte. Welcher Idiot würde so etwas tun? Ich weiß nicht. Aber wenn ich diesen Trappel zu fassen bekomme, schiebe ich über eine meiner Flaschen bis zum Anschlag ins Fundament. Was meinen Sie mit Fundament? Oh nein! So, da ist mir gerade das Spiel abgestürzt, weil eine... Sie müssen ein Update machen. Meldung von Edoer kam und bam, alles gut. Ja, so, wir haben jetzt also unser Schiff. Aber irgendwie reicht das diesem Knilch noch nicht. Wir müssen auch immer noch aus dem hier, also dem Zeitungsknilch halt das nicht. Wir müssen immer noch hier raus irgendwie einen Ninja machen. Keine Ahnung, wie wir das schaffen sollen. Ich hatte ja gehofft, wir können damit vielleicht zu diesem, in diese Glaswerkstatt gehen und der macht uns irgendwie was, eine Rüstung oder so, weil dieser Ninja ist ja schwarz. Da rein. Es ist abgeschlossen. Hier dürfen nur Angestellte... Ja, ist ja gut. Windjammer immer noch groß. Flotsam Island leidet seit 1138 Tagen unter unwillkommenen Winden. Also ich gehe mal davon aus, dass wir jetzt den hier, dem Ding hier, andere Klamotten anziehen müssen. Vielleicht müssen wir dem irgendwie was basteln. Aus einem Tuch oder so? Oder können wir denen die Klamotten ausziehen? Selbst mit einem Schwert wird Pink Pyjama Pierre in diesem rosa Pyjama niemandem einen Schrecken einjagen. Ja, eben, weil der rosa ist. Kann ich die vielleicht... hier reintun? Ich will keine Tinte da drauf bekommen. Nein? Eigentlich schon, aber helfen wird es nicht, glaube ich. Okay, weil ich hatte jetzt gedacht, vielleicht können wir daraus dann irgendwie so... Oder wir tunken den ganzen Typen da rein. Oh, Pink Pyjama Pierre, du hast meine Pläne ein letztes Mal durchkreuzt. Bereite dich darauf vor, in der tiefschwarzen See vor deinen Herrn zu treten. Ernsthaft? Sacre bleu! Ist das das Fin von Pink Pyjama Pierre? Glück, glück, glück. Da ist doch was dran. Schwarz macht wirklich schlanker. Ernsthaft jetzt? Der sieht immer noch nicht aus wie ein Ninja. Vor allem, weil der immer noch diese Olive da dran hat. Wir hätten wenigstens die Olive abmachen sollen, aber vielleicht reicht das ja jetzt. Was
Dann geben wir das jetzt diesem Typen und vielleicht fällt ihm das ja nicht auf. Auch wenn es Doro glücklich machen würde, endlich einen Dark Ninja Dave zu haben, oder eine gute Kopie, halte ich es für sehr viel berichtenswerter, wenn er ihn selbst findet. Ach so, na gut. Dann gehen wir wieder zurück. Dann müssen wir den bestimmt hier verbuddeln. Das mit dem Inventar finde ich übrigens... Ninja Dave wartet mit seinem Killer-Katana-Kampfschwert heimlich darauf, dass der berühmte, abgehalfterte Piratenjäger Joaquin Doro ihn findet. Ja, also ich finde hier das Inventar etwas unglücklich gelöst. Hier oben... En garde! Hallo mal wieder. Lass das! Tolle Neuigkeiten, Doro. Ich glaube, deine Karte ist doch kein Betrug. Nein, aber ich habe nie etwas mit ihr gefunden. Du hast sie wohl falsch gelesen. Hier, folge mir. Und X zeigt auf die Stelle. Na also, ich sagte dir doch, dass du es finden kannst. Puh, ich sollte jetzt mit dem Graben beginnen. Oh, ich hoffe nur... Es ist nicht so tief wie die anderen. Madre de Dios. Dark. Ninja. Dave. Mit Kille Karate Katana. Dark Ninja Dave. Dark Ninja Dave. Endlich gehört das ganze Set Porzellan Power Piraten mir. Mir alleine. Au. Ich habe Dreck in den Augen. Täuschen mich meine Ohren oder hat da nicht dieser stattliche Pirat gerade einen verborgenen Schatz ausgegraben? Und ob er das hat, mit ein wenig Hilfe von Guybrush Threepwood, mächtiger Pirat. Das ist ja fantastisch. Wir hatten seit Wochen keine anständige Schatzsuchergeschichte mehr. Wissen Sie was, Threepwood? Sie haben Mumm. Piratenmumm. Warum gehen wir nicht zurück zur Keyroller und Sie erzählen mir etwas von sich? Naja, das nahm seinen Anfang auf Millie Island. Und so endete ich hier auf Flotsam Island. Keine Ahnung, Siebwood, wie Sie das geschafft haben, aber dank Ihnen habe ich jetzt genug Schwertkampfgeschichten auf Lager, um unsere Flotsam Keyholder Gazette über Monate hinweg zu füllen. Da werden die Jungs bei der Times staunen. Ja, das ist toll. Jetzt zu Deep Gut. Ist mir eine Freude, Threepwood. Setzen Sie sich hin, während ich eine Kopie mache. Kopie? Timmy. Hol mir mal eben eine Kopie der Akte von Deep Gut, aber bitte pronto. Wird sofort erledigt, Mr. Nipperkin. Hier, mein Junge. Alles, was Sie brauchen, um mit Deep Gut in Kontakt zu treten. Darf aber niemand erfahren, dass ich Ihnen das gab, sonst lässt mich mein Herausgeber nur noch Todesanzeigen redigieren, wenn Sie verstehen, was ich meine. Nicht wirklich, ja. Toll! Wenn Sie mich jetzt bitte entschuldigen würden, Star Reporter David Nipperkin braucht jetzt noch Schlagzeilen. Endlich! Jetzt kann ich diesen Deep Gut fragen, wie ich diese Insel wieder verlassen und zu Elaine zurückkehren kann. Scheint ja ganz einfach zu sein. Ja. Deadline. Ah, das ist bestimmt das Wort, das wir brauchen, um in dieses Haus zu kommen. Ist euch aufgefallen, dass die beiden Leute im Haus die gleiche Stimme hatten? Ich glaube, der schmeißt diesen ganzen Laden da alleine. Na? Wo ist denn die unheimliche Hütte?
Da hinten? Okay. Wie lautet das Wort? Deadline. Leider hat die Voodoo-Priesterin, wenn es denn die Voodoo-Priesterin ist, eine andere Stimme. Ja, die Voodoo-Priesterin, das war irgendwie offensichtlich, die ist immer da. Willkommen, Guybrush. Die Voodoo-Lady! Junge, bin ich froh, dich zu sehen. Ich muss dich so viel fragen. Für Fragen werden wir später noch genug Zeit haben. Jetzt reichst du mir erst einmal den LeChuck-Töter. Den was? Das verfluchte Schwert von Kaflu. Nachdem LeChuck vernichtet wurde, muss das Entermesser in einer verstörenden Voodoo-Zeremonie rituell entmachtet werden, um sicherzustellen, dass das Böse nie wieder erwacht. Nun, also... Ja, die Voodoo-Priesterin hat nämlich früher, zum Beispiel im dritten Teil, im vierten bin ich mir nicht sicher, aber im dritten auf jeden Fall dieselbe Stimme gehabt wie Pearl Henderson aus Baphomets Fluch. Fand ich sehr cool, jetzt leider nicht mehr. Also sie haben bis auf Guybrush überhaupt keine von den alten Sprechern hier drin gehabt. Das ist sehr schade. So. Ich habe versucht, LeChuck mit dem Entermesser zu vernichten, war aber gezwungen, in letzter Sekunde meine Pläne zu ändern und dabei stieß ich auf gewisse Komplikationen. Was für Komplikationen? Nun, das Voodoo-Schwert hat LeChuck weniger ausgelöscht als in einen Menschen verwandelt. Was? Ich konnte es auch kaum glauben. Ich denke ja, das ist ein Trick. Ein Mensch, LeChuck. Das ist beunruhigend. Kannst du mir helfen? Ich werde alles tun, was mir das Schicksal ermöglicht. Aber ich fürchte, dir wird nicht gefallen, was ich zu sagen habe. Na, Paul. Kannst du mir sagen, ob es Elaine gut geht? Die Sicht ist heute bedeckt. Frag mich später wieder. Später? Sie könnte aber in Gefahr sein. Oder tot. Oder schlimmer noch. Ich weiß nur, was die Geister preisgeben, Guybrush Threepwood. Wozu um alles in der Welt taugst du dann eigentlich, du aufgeblähte alte Hexe? Hey, was war das denn? Das waren LeChucks Pocken. Wer war das jetzt? LeChucks Pocken. Als dein nicht korrekt verzaubertes Entermesser LeChuck in einen Menschen verwandelte, mussten alle bösen Voodoo-Flüche, die in ihm steckten, ja irgendwo hin. Hast du ihn vielleicht in dem Augenblick berührt? Hab ich. Erklärt das asoziale Verhalten und die rüden Gesten? Ja. Etwas von LeChucks Bosheit ist in deine Hand durchgesickert. Hast du ein Heilmittel für mich? Nein. Aber ich weiß, wo du es finden kannst. Ich merke, dass da eine Aufgabe auf mich zukommt, die eines Piraten würdig ist. Um LeChucks Pocken aus der Welt zu schaffen, musst du La Esponja Grande aufsuchen. Der große Schwamm? La Esponja Grande ist kein gewöhnlicher Schwamm, Threepwood. Es ist ein geradezu legendärer Meeresschwamm mit unglaublichen Voodoo-Peeling-Fähigkeiten, der schier unendliche Mengen an Voodoo-Mojo in sich aufsaugen kann. Wo kann ich es finden? Ich habe das nie selbst gesehen. Aber ein ehemaliger Freund von mir, Coronado de Cava, verbrachte viele Jahre mit der Suche danach. Zuletzt sah ich ihn auf den Jerkbait-Inseln. Zeig ihm dieses Medaillon und sag ihm, ich bürge für deinen Charakter. Ich werde mich sofort daran machen, nachdem ich Elaine gefunden habe. Das wäre unklug, Guybrush. LeChucks Pocken müssen ausgerottet werden, noch bevor sie sich verbreitet haben. Was auch immer. Wie ihre Möpse beben, während sie spricht. Unglaublich. Wenn du mir nichts über Elaine sagen kannst, kannst du mir dann wenigstens sagen, wo LeChuck ist? Ohne das Voodoo-Zeichen auf ihm ist mir der Aufenthaltsort von LeChuck ein Rätsel. K-
Kannst du mir helfen, von Flotsam Island wegzukommen? Ich habe ein Schiff, aber das nützt mir nur wenig angesichts dieser verrückten Winde hier. Ich fürchte, die Winde von Flotsam werden von Mächten gesteuert, die jenseits meiner Kontrolle liegen, Guybrush. Vielleicht kann dir jemand aus der Stadt helfen. Na toll. Bist du sicher, dass du mir nicht helfen kannst, von Flotsam Island wegzukommen? Wie ich schon sagte, die Geheimnisse von Flotsam sind jenseits meiner Zuständigkeit. Da musst du schon andere finden, die dir helfen. Na toll. Hast du irgendetwas, mit dem ich LeChucks Pocken zurückbringen kann? Diese Hand fängt an, mir lästig zu werden. Der einzige Weg, um die Pocken sicher in den Griff zu bekommen, ist La Esponja Grande. Na toll. Das hatten wir alle schon. Erzähl mir etwas über dieses Medaillon. Ich erhielt es von meinem Freund, Coronado de Cava. Warum sagst du Freund immer mit so einem dramatischen Unterton? War Coronado denn... Ja, er war mein Liebster. Wie geht's? Wir trafen uns vor vielen Jahren auf den Jerkbait-Inseln. Ich verliebte mich in seine Schatzsucher-Mentalität und seine wunderschönen Augen. Und er verliebte sich in meine Voodoo-Amulette und meine geschmeidige... La 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 la, ich höre dir gar nicht zu! Wie ein Vulkan! Aber nach mehreren Monaten innigster Leidenschaft, die das Meer zum Brodeln brachte, kühlte unsere Liebe ab. Und danach wurde er völlig besessen vom La Esponja Grande. Als wir uns trennten, schenkte er mir dieses Medaillon. Wie traurig und beunruhigend anschaulich. Warum stand denn da gerade Ergänzung in den Untertiteln, wenn sie in Wahrheit... was ganz anderes gesagt hat. Na gut. Weißt du, du hilfst mir schon seit Jahren und ich weiß immer noch nicht, wie du heißt. Namen haben Macht, Guybrush Threepwood. Nur ein Narr offenbart sie freiwillig. Verfügt mein Name über Macht? Ja, klar. Warum nicht? Okay. Wie bist du auf Flotsam Island gelandet? Ich gehe dahin, wo ich gebraucht werde. Und du bist einfach nicht wieder hier weggekommen. Du bist also Deep Gut? Davy Nipperkins Quelle für Nachrichten von außerhalb der Insel? Ja. Warum? Der Preis eines Voodoo-Lebensstils ist nicht nur ein spiritueller, kleiner Pirat. Es erfordert auch einen beträchtlichen finanziellen Aufwand. Warum ist das jetzt alles ganz unten stehen? Gut, das war schön beunruhigend, aber ich muss noch von einer Insel flüchten, eine Ehefrau finden und anscheinend einen riesigen Voodoo-saugenden Schwamm jagen. Möge dich das Schicksal leiten, Guybrush Threepwood. Okay, wir sehen uns jetzt noch um. Ich bin mir nicht sicher, was das für ein Schädel ist, aber hoffentlich begegne ich nie dem Träger. Klopf, klopf. Guybrush, lass das! Wer ist da? Nein! Ich bin's, Guybrush Threepwood, mächtiger Pirat! Ich bin's, Guybrush Threepwood, mächtiger Pirat! Du Dummkopf! Was? Ich habe Monate damit verbracht, ihn zu dressieren. Und du hast meine bisherigen Bemühungen zunichte gemacht! Jetzt muss ich noch einmal ganz von vorne anfangen. Das tut mir leid. Oh Mann. Hey, ich wette, eines dieser gruseligen Voodoo-Bücher könnte sich noch als nützlich erweisen. Das hier ist doch keine Leihbibliothek, Threepwood. Allein das Aussprechen der Titel dieser verbotenen Werke könnte ungeübten Zungen einen Fluch auferlegen. Ja, klar. Kannst du nicht den magischen Schleim in diesen Flaschen dazu nehmen, meine Hand zu heilen? LeChucks Pocken können nur mit La Esponja Grande geheilt werden. Die Pox of LeChuck. Oh, da haben die Leute aber ein bisschen geschlampt. Die deutschen Untertitel zu Walking Dead sind übrigens genauso unterhaltsam. Geschichte. Klein geschrieben und beide Male mit SCH. Schön, schön. Ach so, halt. Kannst du nicht den... Nein, das hatten wir schon. Was ist das?
Ich habe dieses Gerät vor kurzem in einem Sumpf gefunden. Ich habe seine Rätsel noch nicht gelöst. Das also macht ein Diorama so tödlich. Und was ist das? Das ist der Schrein für Nord Treblick, den Hüter der Crossroads. Natürlich. Ja, ist wohl abgeschlossen. Ja, und es bleibt auch abgeschlossen, bis es bereit ist, sein Geheimnis preiszugeben. Viele Monde von heute. Hey, wenn du mit ihm fertig bist, dann kann ich ihn doch haben. Na schön. Ich kann ihn jetzt eh nicht mehr gebrauchen. Wow. Wer ist der männlichste Pirat auf der ganzen Welt? Ich bin Skybrush Threepwood, mächtiger Pirat. Tiefgekühlter Muskelmagen vom Huhn, tiefgekühlte Molchaugen, Eis am Stiel mit Schlangengift. Was ist das? Die Geister haben dich gut geführt. In dieser Flasche befindet sich eine uralte Schriftrolle, die die Weckelianer hinterlassen haben, die ehemaligen Einwohner von Flotsam Island. Uralte Schriftrolle, was? Glaubst du, darin könnte was über diese durcheinandergebrachten Winde stehen? Vielleicht. Aber erst musst du herausfinden, wie du die unzerbrechliche Flasche zerbrechen kannst, in der ich sie verschlossen habe. Unzerbrechliche Flasche? Warum hast du das denn getan? Manche Geheimnisse sind zu gefährlich, um in die Hände der Sterblichen zu gelangen. Threepwood. Willst du mir noch etwas über diese Flaschenpost sagen? Ich habe die Schriftrolle von einem bitteren alten Piraten namens McGee erstanden. Du kannst deine eigenen Schlüsse ziehen. Ach, okay. Mary? Oh. Nein, das ist nicht Mary, aber ich hoffe, wir treffen den noch. Lecker. Monkey Island ohne Mary ist nicht dasselbe. Was ist da wohl drin? Finger weg! Darin bewahre ich meine Unterwäsche auf. Okay, dann gehen wir. Warum ist die Wetterfahne runtergefallen? Ich denke, dieses Ding fiel bei der Sache mit LeChuck herunter. Ich sollte wohl öfter mal laut werden. Die Windgötter von Flotsam scheinen in diese Richtung zu zeigen. Ja. Vielleicht müssen wir uns ja auf dieses Kreisdings darstellen. Hey, Threepwood! Dürfte ich Sie über die Todeswolke um Ihre Meinung als Durchschnittspirat bitten? Die Todeswolke? LeChucks Pocken! Nein, zu direkt. Nicht genug Pfiff. Todeswolke ist heftiger. Mir, nimm das! Oder mir... Oh, ich werde sterben! Nun, ich muss jetzt kranke Piraten interviewen. Man sieht sich. Okay, was es mit der Todeswolke auf sich hat. What the fuck? Seht ihr beim nächsten Mal. Bis dahin.